also in diesem Labor. Das Video. Ja! Ihre Freundin? Was ist überhaupt mit ihr? Okay. Wenn Sie antworten wollen, müssen Sie selbst auch ein paar geben. Sie haben recht. Das ist wohl nur fair. Deborah, kannst du mich hören? Helena? Oh, Gott sei Dank. Okay, genug der Geheimnisse. Was wird hier gespielt? Bringen wir sie hier raus. Dann erzähle ich Ihnen alles. Versprochen. Halt durch, Schwester. Kümmern Sie sich um sie. Überlassen Sie die Feinde mir. Thank you.
Wo sind sie? Ich kann ihre Position nicht feststellen. Was zum Teufel ist da unten? Hannigan, kommen! Oh, verdammt! Debra, halte durch, wir sind fast da. Debra, alles wird gut, okay? Nein! Nein, Debra! Nein! Nein! Oh, bitte, das darf nicht sein! Ada! Haben Sie einen Geist gesehen? Ada, was zum Teufel ist hier los? Das ist kompliziert. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort. Diese Stege halten nicht. Wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Debra. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von hier! Halt! Nicht schießen, bitte! Falsch verstehen. Das klärt sich später. Okay. Yeah.
passen Sie selbst auf. Wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Thank you.
Alle an Bord! Hoffen wir, dass wir nirgendwo anhalten. Darauf würde ich nicht wetten. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles?
Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist es, der... Nach mir. Simmons. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Bezahlen. Das wird ja immer besser und besser.